Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben so oft darüber gesprochen, dass wir jetzt in dieser Zeit der gigantischen, universell wachsenden Energie sind. Ja, natürlich, Energie wächst, ja, Energie ist da, aber die Energie, die wir spüren hier auf dieser Erde, in unseren Körpern, aber auch wirklich in der Natur, die Energie hier auf diesem Planeten, immer mehr Menschen spüren, dass diese Energie gerade gigantisch wächst. Die Energie ist da. Die wächst natürlich in dem Sinne nicht, nur die Energie, die hier zu uns fließt, die wir auch spüren, das ist die Energie, die gerade jetzt immer mehr zunimmt. Deswegen haben wir auch immer mehr Chaos. Das Chaos ist Teil dieses Prozesses. Das Chaos gehört mit zu dieser ganz, ganz großen Veränderung. Es gibt manchmal Lebensberichte, es gibt Autobiografien, es gibt Geschichten von Menschen, die wir lesen können. Solche Autobiografien lese ich übrigens sehr, sehr gerne, wo Menschen darüber berichten, dass sie wirklich, ja, dass sie alles hatten, dass sie dann alles verlieren, wirklich alles verlieren und erst dann, nachdem sie alles verloren haben oder sich ganz bewusst dazu entscheiden, alles so wie es ist zurückzulassen und ein ganz anderes Leben zu spüren, zu führen und dass sie dann erst ihre Seele auch tatsächlich spüren, dass sie dann sich entscheiden, nicht für den Körper, sondern dass sie sich dann für die Seele entscheiden und dass sie dann sagen, erst ab dann, als ich diesen Schritt gemacht habe, als ich alles hinter mir gelassen habe, als ich das getan habe, erst dann habe ich wirklich gemerkt, wer ich bin und habe ich auch wirklich gemerkt, was meine Seele, wer meine Seele ist und auch was meine Seele möchte. Manchmal müssen heftige Dinge passieren in einem Leben, sehr, sehr heftige, damit wir wirklich sehen, wer wir tatsächlich sind. Gleichzeitig möchte jeder von uns natürlich dieses schöne, bequeme und auch sichere Leben. Ich hatte einen Traum heute Nacht. Es war ein Traum aus meinem vorigen Leben. Das weiß ich, weil den Traum habe ich schon öfter gehabt. Und ich habe auch Astrologie, Astrologie-Lesungen, also wirklich ganz, ganz intensive Astrologie-Lesungen gemacht. Und da kam tatsächlich dieser Traum darin vor, als Teil meines vorigen Lebens. Also es ist kein Zufall. Ich träume, habe das als Kind öfter geträumt, jetzt ganz lange nicht und jetzt kam das wieder zurück. Und als ich wach wurde, habe ich mich ganz einfach, ja, einfach nur einsam gefühlt. Ich habe mich sehr, sehr alleine, sehr, sehr einsam gefühlt und ich hatte auch wahnsinnige Angst, weil ich in meinem vorigen Leben tatsächlich alle Menschen, die mir lieb waren, verloren habe. Ich habe mich aber wahrscheinlich nicht so verhalten, wie ich mich hätte verhalten sollen und habe sie dadurch, nicht dadurch, ich habe sie verloren, weil ich, und ich war zu klein, zu jung, dass ich etwas daran ändern konnte. Dann habe ich mich wirklich, ja, als ich wach wurde, sehr, sehr alleine gefühlt und sehr, ja, ich war auch sehr, sehr, sehr traurig. Jeder von uns hat die Dinge in diesem Leben, woran wir zu arbeiten haben. Und es sind nicht die Dinge, es sind nicht die Dinge, an die wir arbeiten täglich, die Arbeit, die wir nachgehen, die Arbeit für einen Arbeitgeber, die Arbeit als Selbstständiger, die Arbeit, die wir tun. Es sind tatsächlich die Dinge, an die wir zu arbeiten haben für unsere Seele. Und das ist tatsächlich im Augenblick für ganz viele Menschen sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die sich glauben, die sich fragen, was soll das eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Was ist das eigentlich hier? Auch viele junge Leute, ganz viele junge Menschen, die gerade sich auch fragen, was soll das? Und was passiert? Die dunkle Seite, ja, wir reden oft darüber, der Teufel, wenn wir so wollen, die dunkle Seite versucht uns abzulenken. Und die Ablenkung passiert natürlich in der heutigen Zeit auch sehr, sehr gerne mit Hilfe von den sogenannten Social Media. Social Media sind keine Social Media. Social Media sind das Gegenteil von Social Media. Ja, ich kann Social Media
nutzen, um mich zu, um mehr zu wissen, um mein Wissen zu erweitern. Ich kann Social Media dazu nutzen, um zu wachsen, aber ich kann es auch dazu nutzen, mich abzulenken. Und Ablenkung funktioniert natürlich immer dann sehr, sehr gut, wenn ich ja die Stärksten in der Gesellschaft nehme und diese Stärksten auf die falsche Fährte bringe. Die stärksten Frauen sind das starke Geschlecht. Sorry Männer, wir lieben Männer. Ja, starke Frauen lieben natürlich auch starke Männer. Und da haben wir auch oft darüber gesprochen, starke Frauen, wenn ich das starke Geschlecht bin, Entschuldigung, das ist wieder die dunkle Seite. Immer wenn ich was Wichtiges sagen will, kommt irgendwas Kribbeln im Hals oder Niesen oder was auch immer. Wenn ich das starke Geschlecht bin, habe ich natürlich auch gigantisch viel Verantwortung. Das bedeutet also, dass ich auch das andere Geschlecht selbstverständlich sehr, sehr ernst nehmen muss und natürlich das andere, das starke, das körperlich starke Geschlecht, ja, Männer sind ja meistens körperlich das starke Geschlecht, das ohne geht es nicht. Also wir gehören zusammen, ja, es ist wie Yin und Yang und ohne Männer geht es nicht, ohne Frauen geht es nicht. Aber es wird gerade jetzt wieder einmal richtig heftig versucht, Frauen abzulenken. Vor allen Dingen mit diesem, ja, den Körperwahn, den wir seit Jahrtausenden von Jahren haben. Frauen, die sich in ein Korsett reinpressen, ja, die sich einschnüren lassen. Frauen, die alles tun, damit ihre Taille schmaler wird, damit ihr Hintern größer wird, die sich sogar Dinge, damit der Busen größer wird oder kleiner wird. Alles oberflächliche Nebensachen. Und dann natürlich auch nochmal die Geschichte, Frauen ab einem gewissen Alter haben in den Medien nichts mehr zu suchen. Haben wir alle gehört, habe ich gehört, in den 60er, 70er, auch noch in den 80er Jahren. Glücklicherweise sind wir da heute weit davon entfernt. Wir haben Superstars, die 70 und die 80 sind und die auch noch mit 80 auf einer Bühne stehen, fast 80 auf einer Bühne stehen und singen und etwas performen. Hört auf, über andere euch Gedanken zu machen und hört auf, andere zu verurteilen. Und ja, es gibt auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die extrem, extrem übergewichtig sind. Ja, okay, es gibt eine Dame in Deutschland und es wird unglaublich viel über diese Dame hergezogen. Ich will jetzt nicht sagen über die Kompetenzen, das ist eine andere Geschichte, aber bitte, bitte, bitte unterscheidet das, unterscheidet immer das Erscheinungsbild mit den Kompetenzen. Natürlich, so wie ich komme gegangen, so werde ich empfangen. Es ist ganz klar, dass ich mich ordentlich anzuziehen habe, ordentlich auch aussehen muss, wenn ich eine Funktion habe mit einem in der Öffentlichkeit. Aber hört auf, ihr kennt nicht die Geschichte. Ihr wisst nicht, warum das so ist, warum ein Mensch so aussieht, warum ein Mensch besonders dick oder besonders dünn, besonders groß oder besonders klein ist. Das ist auch nicht an uns, uns damit zu beschäftigen. Hört auf damit. Hört auf damit, euch auch über euren eigenen Körper. Ich kenne Frauen, die ihr Leben lang Diät machen und sich dann zu dick fühlen und dann zu dünn fühlen und dann wieder einen Obsttag einlegen. Obsttag einlegen ist gar nichts dagegen zu sagen, ist sehr gesund. Wenn ich es mache für meine Gesundheit, aber wenn ich es mache, ja, manche Frauen sagen, oh, wir haben da ein Fest und bald ist dieser große Empfang, da muss ich in dieses Kleid reinpassen oder in das Hochzeitskleid, ja, auch das. Okay, das ist in Ordnung, aber hört auf, euch euer Leben lang als Frau, aber auch als Mann mit solchen Oberflächlichkeiten zu beschäftigen. Konzentriert euch auf das, was ihr wirklich seid. Konzentriert euch auf das, woran ihr wirklich zu arbeiten habt. Wir sind unglaublich starke Wesen. Wir können aber nur so stark sein, wie wir uns fühlen. So stark, wie wir uns selber fühlen. Dann können wir die ganze Welt retten. Aber das geht nur, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, auf eine positive, auf eine Art und Weise, die uns stärker macht, statt schwächer macht. Weil das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist nicht der Grund, weshalb wir hier sind.
Und deswegen sage ich euch alle, hört auf, euch jeden Tag mit eurem Körper zu beschäftigen und hört auch auf, ältere Menschen zu verurteilen. Alter ist Weisheit. Weisheit ist das, was wir sind. Je mehr Weisheit, desto besser. Also, nehmt ältere Menschen ernst, nehmt sie wahr. Nehmt sie wahr. Danke. Und auch zu dicke und zu dünne. Das ist nur unsere Hülle. Es geht um andere Dinge, das, was drin ist. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.